Focus, cause I'm a beauty guru. Kommt richtig Beauty Guru in mir raus. I'm falling before I go again. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist mal wieder ein ganz klassisches Get Ready With Me, denn heute steht eine Girls Night bei uns an. Wir sind 6 Mädels, gehen ins Sausalitos, gehen essen, vielleicht ein bisschen trinken. Wir werden sehen, ob ich heute Drunky Drunko sein werde, weil ich habe seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, kein Alkohol mehr getrunken. Also das könnte lustig werden, aber da ich gerade noch so aussehe, muss ich mich natürlich fertig machen. Ich dachte, das mache ich gemeinsam mit euch. Ich zeige euch irgendwelche coolen Produkte. Keine Sorge, keine Kooperationen. Ja, und bespreche ein paar Themen mit euch. Mein Freund möchte wieder nackt durchs Bild laufen. Das ist aber schön. Also was anderes gibt es bei mir hier auch nicht. Schritt Nummer 1 ist Kontaktlinsen reinmachen. Übrigens gleich Thema Nummer 1. Ich überlege seit längerem meine Augen lasern zu lassen. Beziehungsweise seit ich festgestellt habe, dass ich eine Sehschwäche habe. Ich habe -2,75 und -3,5 auf meinen Augen. Dioptrien und war auch schon bei der Voruntersuchung. Und meine Augen sind perfekt dafür, weil man muss halt immer gucken, wie dick die Hornhaut ist oder so. Nennt man das Hornhaut? Ja, man nennt das Hornhaut. Genau. Und es ist natürlich eine sauteure Angelegenheit. Und ich bin privatversichert und meine Versicherung ist so, nee, es ist kosmetisch. Ist ungefähr eine der einzigen Privatversicherungen, die den Kack nicht bezahlen. Jetzt bin ich halt überlegen, ob ich das mache. Also an sich würde ich schon machen, auch wenn es scheiße teuer ist. Aber wisst ihr, es ist halt nicht irgendwie so... Es ist halt nichts Kosmetisches. Es ist halt literally mein Augenlicht. Deswegen, ja, wir werden sehen. Aber das wollte ich auf jeden Fall mal ankündigen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas interessiert oder ob ihr das schon mal gemacht habt. Das würde mich nämlich sehr beruhigen, weil ich schaue mir schon die ganze Zeit irgendwelche Erfahrungsberichte an. Von der Relax Smile Methode heißt die. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Teil, da ich jetzt wieder was sehen kann. Sorry, wen das übrigens outcreept, dass ich mir ins Auge gefasst habe. Manche können das ja nicht so gern. Meine Haut ist momentan komplett am Outfreaken. Ich habe hier auch so ein Fleck am Auge. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ja, ich creme mich jetzt einfach mal ein mit der Creme von Bio Vegane. Als Make-up benutze ich momentan von Target den wieso kann ich denn gerade nicht reden? Alter, Maracuja Tinted Hydrator. Und ich trage das immer noch richtig oldschool mit einem Make-up-Eye auf. Ich weiß nicht, ich mache das immer noch sehr, sehr gerne. Jedenfalls, ich freue mich sehr auf den Mädelsabend, weil ich das halt wirklich endlange nicht mehr hatte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in den letzten Wochen habe ich irgendwie so viel mit meinen Freundinnen gemacht wie noch nie. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Aber ja, ich freue mich sehr darüber. Meine beste Freundin aus Grundschulzeiten ist gerade in Berlin für die nächsten 3 Wochen. Und irgendwie sind gerade alle so da. Lille kam aus Australien wieder und ist irgendwie voll schön und alle verstehen sich irgendwie voll gut. Irgendwie führe ich immer so Crews zusammen, habe ich das Gefühl. Ich bin eine Crew-Zusammenführer, weil es gibt ja immer so Freundesgruppen, die so verteilt sind, ne? Jedenfalls finde ich das sehr, sehr schön. Sausalitos ist immer super. Übrigens für diejenigen, die Alkohol trinken dürfen. Kleiner Tipp. Weil immer wenn wir trinken waren früher, also ich war in der Oberstufe, waren wir ein bisschen öfter weg. Also Sausalitos ist so ein Mexikaner, aber gleichzeitig auch irgendwie eine Bar und teilweise gilt es auch als Club. Also man darf, glaube ich, abends nur ab 18 rein oder so. Zumindest war es bei uns damals so. Und ein kleiner Cocktailtrick ist, ich zum Beispiel mag weder Rum noch Gin noch alles, was so einen harten Eigengeschmack hat. Und ich hasse Cocktails mit Sahne. Also sowas wie Coconut Kiss oder so. Ey, ich kann das nicht trinken. Mir wird da so schlecht, weil ich finde Alkohol mit irgendwelchen Milchprodukten Kombi. Geht gar nicht. Achso, ich habe übrigens von MAC den, wie heißt der denn eigentlich? Den habe ich schon entlange. Studio Finish Concealer benutzt. Was ich eigentlich sagen wollte, mein Tipp. Immer Getränke mit Wodka nehmen, weil Wodka schmeckt nach gar nichts. Love it. Ich weiß nicht, ich trinke eigentlich sämtliche Getränke, die mit Wodka sind eigentlich meistens gut, weil man schmeckt nichts und ich bin sowieso nach einem Drink betrunken. Also wenn ihr Einsteiger seid, ne, zeigt es lieber nicht euren Eltern, dass ich euch das jetzt geraten habe. Okay, meine Base ist sozusagen mal gefinished. Ich weiß auch noch überhaupt nicht, was ich anziehen soll, weil an sich, wisst ihr so, die ganzen nicen Outfits, die sind halt so richtig so, und das heißt, dass ich kein Essen essen, also ich kann Essen essen, aber dann ist mein Bauch so voll und die Hose so eng und kennt ihr das? Das ist einfach so ein bisschen struggly. Deswegen muss ich ein Outfit finden, das bequem ist, aber trotzdem nice aussieht, weil ich will mich ja hübsch machen, wenn wir schon mal hier rausgehen, ne? Das ist ja was Besonderes. Ich benutze jetzt von Clinique so ein loses Puder, das Poudre Multi Eclat. Ein weiteres Thema, über das ich sehr gerne reden möchte. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Männer zuschauen. Wahrscheinlich nicht, weil es ist ein Get Ready With Me. Also Girls sind hier unter uns. Ich habe ja 2 Instagram-Accounts. Ne? Ich habe Y2, das ist mein Influencer-Account. Und ich habe The Creator Concept von meinem Unternehmen, quasi den Account. Und jetzt gibt es ja diese neue Funktion Reels. Habe ich direkt natürlich ausprobiert. Hat auch super geklappt. Also kann ich sehr empfehlen, wer auf Instagram wachsen möchte, nutzt Reels. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich benutze von Primark so eine ganz alte Bronzer-Palette. Ich mache also fleißig meine Reels, ungefähr jeden Tag mindestens eins. Und eins davon, also die sind alle schon ziemlich gut abgegangen. Ich auf dem Account damals, als ich angefangen habe mit Reels, ich glaube 800 Abonnenten. 6 Wochen später habe ich 2700 wegen Reels, was ja ganz cool ist, aber zum eigentlichen Thema. Ein paar Reels davon sind halt voll viral gegangen. Also das krasseste, glaube ich, 400.000 Views. So, ist ja an sich ganz cool und neue Abonnenten und bla bla. Aber Freunde, wisst ihr, wie
asozial Instagram sein kann. Also nicht Instagram die App, sondern die Menschen auf Instagram. Also ich habe bestimmt inzwischen über 100 Accounts geblockt auf diesem Kanal, auf dem Instagram-Kanal von Creator Concept. Das waren alles, also wirklich 99% waren das Männer, die Kommentare geschrieben haben. Junge, da frage ich mich, wer hat die denn erzogen? Weil die waren so böse und haben mich auseinandergenommen, aber auch wirklich, was ich so am witzigsten fand, weil eigentlich die Sachen, naja, hübsche Frauen haben es ja eh immer einfacher, weil es gibt ja genug notgeile Säcke und ich war so, genau, danke dafür. Ich verstehe wirklich nicht, warum Männer sich so angegriffen fühlen teilweise von Frauen, die erfolgreich sind, weil Frauen, die was Eigenes aufbauen oder schaffen oder generell von Frauen, die fühlen sich teilweise so angegriffen, habe ich das Gefühl. Und ich bin immer so, Bruder, ich habe dir gar nichts getan. Also das war einfach nur, das war ein Reel über meine Geschichte. Also dass ich quasi die Uni abgebrochen habe, um mir selber was aufzubauen, um meinen Traum zu ermöglichen, bla bla bla. Und die Leute haben mich zerfetzt. Also der netteste Kommentar war auch, ich soll doch bitte in der Hölle schmoren. Ich war so, alles klar. Und das noch so ein bisschen formuliert. Naja, fand ich auf jeden Fall crazy. Ich benutze jetzt von Tarte ein Blush in der Farbe Party. Na, das war auch super. Fand ich auf jeden Fall ganz, ganz krass und vor allem finde ich es auch immer wieder krass, wie unterschiedlich die Menschen auf den verschiedenen Plattformen sind. Also zum Beispiel auf TikTok hatte ich noch nie irgendwie einen krass bösen Kommentar. Auf YouTube vielleicht mal ab und zu, aber auch nicht. Aber Instagram, habe ich das Gefühl, sind die Leute ganz crazy. Also ich verstehe es nicht, weil dann beschweren sich alle drüber, dass Instagram so oberflächlich ist oder dass Instagram so schlecht für die mentale Gesundheit ist und dann gibt es halt solche Menschen, die sowas kommentieren und du bist so, okay. Ich bin jetzt auch ganz froh, dass das Reel endlich mal ein bisschen downgeslowed ist und nicht mehr so krass gepusht wird von Instagram, weil das war nicht so schön. Ich benutze jetzt von MAC den Soft and Gentle Highlighter. Immer noch einer meiner Favorites. Was gibt sonst so Neues in meinem Leben? In 4 bis 6 Wochen ziehen wir um. I'm very much excited. Ich warte ja ungefähr seit sechs Monaten auf diese Wohnung, weil ich ja schon damals eigentlich umziehen wollte. Und dann haben wir Zettel ausgehangen. Dann hat mir halt ein Nachbar geschrieben, dass sie Ende des Jahres ausziehen. Und die ziehen jetzt am 29. Oktober, bekommen die ihre neue Wohnung, soweit ich weiß. Und wir haben halt offiziell den Mietvertrag ab dem 1.12. Aber unsere Nachmieter kommen auch ab dem 1.12. Also es wäre quasi ideal, wenn wir halt natürlich da schon irgendwie früher in die Wohnung können. Und ich warte die ganze Zeit, bis die mir halt sagen, wann sie ausgezogen sind, weil ich so excited bin. Und ich will die ganze Zeit am liebsten schon Möbel bestellen. Ich habe heute schon mal einen Teppich bestellt fürs Office, weil es heute 20% Rabatt bei Benuta gab. Ich hätte jetzt schon mal mein Face-Make-up mit dem Tarte Stay Spray. Eingeatmet. Auf jeden Fall freue ich mich da mega drauf und auf die ganzen Moving-Vlogs. Das wird so geil. Außerdem ist das Wetter momentan echt sehr deprimierend, muss ich sagen. Also ich komme ja überhaupt nicht klar mit diesem dunklen Wetter. Ich benutze es von Dior, die Dior Backstage Brow Palette. Und dann benutze ich immer die mittlere Farbe, die nennt sich einfach nur Brown. Dieses Wetter ist sehr, sehr deprimierend, muss ich sagen. Und mein Grafikdesigner und ich waren so, yo, was meinst du denn zu Dubai? Weil ich war ja im März in Dubai, falls ihr den Vlog gesehen habt. Und mir hat es da so extrem gut gefallen. Also ich fand es da super schön. Ich hätte das gar nicht so erwartet, dass mir so gut gefällt, aber ich fand es traumhaft da. Irgendwie wandert gerade gefühlt jeder nach Dubai aus und auch Freunde von mir wandern nach Dubai aus Ende des Jahres und ich bin so, let's consider it. Weil Philipp ist ja sowieso voll down jederzeit, so, oh, lass auswandern. Aber ich bin halt nicht so bereit, so direkt alle Zelte abzubrechen, aber ich kann mir halt voll gut vorstellen, so für ein paar Monate erstmal woanders zu leben und halt, keine Ahnung, entweder die Wohnung unterzuvermieten oder keine Ahnung was, im schlimmsten Fall alles einzulagern irgendwo und erstmal auf Reisen zu sein. Also keine Sorgen wegen Henry, der würde dann einfach bei unseren Eltern wohnen so lange. Ich würde ihn nicht abgeben. Und ich würde ihn auch nicht mit nach Dubai nehmen. Der arme Hund kriegt einen Hitzschlag. Aber jetzt habe ich so spaßeshalber geguckt, was das Hotel kosten würde, in dem ich im März war mit Luisa. Und für 2 Wochen würde das einfach pro Person, und es war ein schönes Hotel, also ein richtig nice Hotel, würde das pro Person 250 Euro kosten. Und ich bin so, da frage ich mich, warum bin ich eigentlich noch hier? Also die Versuchung ist derzeit sehr groß, ins Ausland zu gehen, weil es halt in Berlin auch gerade wieder sehr ungemütlich wird und ich da nicht so Bock drauf habe. Ich nehme jetzt die Naked Palette. Ich liebe immer noch die Urban Decay Naked Palette. Das ist immer noch eine meiner Favorites. Soll ich heute Rosé oder soll ich heute Gold? Ich weiß noch nicht, was ich anziehe. Ich glaube, ich mache Rosé. Das passt super. Und zwar, jetzt kommt richtig Beauty Guru in mir raus. So, und zwar nehme ich auf dem Lid immer Sidecar, im Inneren, wie heißt das, Ivory. Das ist ein bisschen schwer, das rückwärts zu lesen. Und dann, ich glaube, da Dark Horse in der Crease. Das ist immer so mein Go-To-Look oder eben Thin, Toasted und Hustle in der Crease und Virgin mache ich immer in den Augen Innenwinkel, weil es einfach pretty ist. Aber wir werden sehen, wie lange ich es noch in Deutschland aushalte bei diesem grandiosen Wetter, weil es wird halt literally 5 Monate lang hier nicht mehr hell. Es ist einfach nur kalt, es ist windig und es ist halt jetzt noch 11 Grad und ich finde schon ätzend. Also it's gonna be fun. Aber wir werden sehen. Diesen Monat ist halt echt, also Oktober, ich weiß nicht warum, aber der Oktober ist so voll mit Arbeit. Also irgendwie, ich weiß
weiß auch nicht, was da los ist, aber ich freue mich auch mega. Das Geile ist halt wirklich, dass ich halt von überall aus arbeiten kann. Deswegen ist es ja auch so geil, so dass ich jederzeit nach Dubai könnte, so, also no flex, aber wäre halt schon geil. Aber es ist halt immer schwierig, dass man dann jemanden findet, der das halt genauso kann, der da halt zeitlich und monetär flexibel ist, weil die meisten Leute, die halt einen festen Job haben, können natürlich nicht einfach sagen so, yo, ich zwische jetzt mal 2 Wochen spontan nach Dubai ab, auch wenn es schön wäre. Ich könnte halt da arbeiten, aber ich will auch nicht alleine und das ist halt so ein Struggle. Also wenn irgendwer nach Dubai möchte, hit me up. Bin immer down für sowas. Ja, meine Mama hat mich aber letztens besucht, das war auch echt mega schön. Ja, aber ich habe mich auch überlegt, fahre ich irgendwie nach München, aber da kann ich halt auch nicht viel mehr machen. Also ich meine, klar, da könnte ich vielleicht ab und zu mal am Wochenende Ski fahren, aber ich will jetzt auch nicht 5 Monate in München chillen und meinen Eltern wohnen. Aber kommentiert mir mal voll gerne so, wie es euch denn jetzt geht, weil ich finde, diese Winterzeit ist ja eh immer, also ich habe damit echt Probleme, dass ich finde die sehr deprimierend, so dass es immer so dunkel ist und so kalt und keine Sonne und so. Und jetzt halt durch die aktuelle Situation auf der Welt finde ich es halt noch irgendwie ein bisschen schwieriger. Ja, und dann ist ja auch bald Weihnachten und ich liebe ja Weihnachten echt sehr. Jetzt bin ich auch schon überlegen, was wünsche ich mir denn, weil ich bin sehr schwer zu beschenken, weil ich mir meistens alles immer selber kaufe. Aber ich sammle schon ganz viele Ideen. Ich habe schon ganz viele so Küchensachen, weil ich will unbedingt so einen coolen Milchschäumer von Nespresso. Ich will ein Rührgerät, eine Turmreibe, lauter so Küchensachen, die man auf einmal braucht und dass man es weiß. Ich benutze von CRT den Fierce Flix Eyeliner und versuche eine extrem dünne Linie zu ziehen. Kennt ihr das, wenn ihr mit dem Eyeliner noch über den Lid schatten und ihr habt so richtig Angst, dass ihr es jetzt so richtig verkackt? Das ist ungefähr mein State of Mind. Ich gebe aber mein Bestes, dass es auch wirklich sehr, sehr dünn bleibt. Auch ohne Wing, weil den Wing werde ich garantiert verkacken, deswegen lasse ich es. Ich glaube, es ist nicht bad geworden. I'm kind of impressed. Ist gar nicht so schlecht geworden. So, und jetzt benutzen wir noch Mascara. Jetzt ist die Frage, gehen wir das Risiko ein und probieren eine neue Mascara aus, von der wir nicht wissen, ob sie gut ist, oder machen wir das alte Werte? Ich glaube, wir probieren mal die neue. Die habe ich von Tarte zugeschickt bekommen. Die Manita. Ja, jedenfalls treffe ich mich vor dem Essen auch noch mit Anne bei Zara. Bin ich sehr excited. Weil ich wollte letztens schon mal Zara Shop und war dann halt literally Samstagnachmittag im Alexa und es war ein Albtraum. Das ist der Grund, warum ich samstags auch nie, also ich gehe eigentlich am Wochenende nicht vor die Tür, weil ich, da sind so viele Menschen unterwegs. Hm. Habt ihr das gehört? Das Vlog war ja schön. Übrigens, wo dann auch immer viele fasziniert sind, ich schmink mich mit rechts und mit links. Also zum Beispiel am linken Auge nehme ich einfach meine linke Hand. Ich kann auch meinen Eyeliner mit links ziehen und links meine Wimpern tuschen. Das ist ganz fancy, weil also ich meine, also man macht das ja eigentlich so. Aber ich habe dann mir irgendwie immer auf den Nasenrücken gedatscht mit der Wimperntusche. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das mit links zu lernen. Jetzt schminke ich mich mit links. Und um die noch so ein bisschen mehr clumpy zu machen und so ein bisschen mehr Power zu geben, benutze ich auch von Tarte die Big Ego Lashes Mascara. Okay, I guess I'm so far done. Jetzt geht's nur noch darum, was ziehe ich an? We have a big closet to choose from. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe mir sogar mal eine Frisur gemacht. Ich fand die eigentlich ganz süß. Hier seht ihr mein OOTD besser. Ich habe hier drunter so einen Top von Worst Behavior. Dann habe ich hier, der Cardigan ist von Bershka. Und die Hose ist von Naked. Der Gürtel ist von Chic Hay. Und ja, ich finde es eigentlich ganz süß, weil es ist casual, aber doch irgendwie ein bisschen schick, aber auch ein bisschen... Weiß ich nicht, wie man das beschreibt. Aber eigentlich finde ich es ganz süß. Ich mache mir sonst nie Frisuren. Das ist mein Outfit, weil es ist arschkalt draußen. Deswegen wollte ich mich ein bisschen warm anziehen. Ich habe auch Anne angerufen und sie meinte, sie ist voll casual. Deswegen. Henry ist auch schon richtig pumped. Ja, ich mache mich jetzt sehr gerne mal auf den Weg. Ich will das Video an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dabei zu sein. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, lasst die super gerne in den Kommentaren. Dann filme ich die gerne für euch ab. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dann.